BMW-Welt in München bot die Kulisse für den Handelsblatt-Autogipfel. Dieser Kongress zählte im Jahre 2016 zu den erfolgreichsten Automobil-Events in Deutschland. Wir sprachen mit einigen Unternehmen in der Fachausstellung, darunter Jan Feng Automotive Interiors. Die neuen Trends sind für uns unwahrscheinlich spannend, weil die sind in den letzten Jahren eigentlich gewachsen und wir reden über autonomes Fahren, über Shared Mobility Services, über Connected Cars, Elektrofahrzeugen. Und das Spannende ist, all diese Trends werden der Innenraum sehr stark beeinflussen. Der Innenraum von morgen wird sehr anders aussehen als der Innenraum von heute. Fangen wir an mit Elektrofahrzeugen. Der Motor ist viel kleiner. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein kleineres Auto einen viel größeren Innenraum haben wird für die Passagiere. Und wenn wir über autonomes Fahren reden, ja, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, weil der Fahrer nicht mehr fährt. Der wird sich mit anderen Aktivitäten engagieren. Entspannen, arbeiten, lesen und das wird der Innenraum verändern. Das Thema Leichtgewicht bleibt bei unser komplettes Portfolio sehr wichtig. Also trägere Materialien und so weiter. Das Thema Leichtgewicht bleibt weiterhin extrem wichtig. Sicher für Elektrofahrzeugen. Aber weiterhin, der Innenraum wird eine connected Umgebung sein und das bedeutet, dass wir immer mehr Funktionen in unsere schönen Oberflächen integrieren. Funktionen für Human-Machine-Interface, Funktionen, die der Innenraum beheizen, antimikrobielle Eigenschaften der Oberflächen. Also es ist in der Zukunft nicht nur Look and Feel, aber auch Funktion mit unseren Oberflächen. Wir sind natürlich ein globales Unternehmen mit Standorten in Asien, in Europa und in Amerika. Und unser Research- und Innovationszentrum haben wir auch in diese Länder. In Shanghai, in Düsseldorf, Neuss, in Holland, Michigan. Und seit einigen Monaten haben wir auch ein Research and Innovation Center in Palo Alto. Und es sind nicht nur diese Standorte, die wichtig sind für uns. Für uns in der Zukunft sind unsere strategischen Partnerschaften im Bereich Technologie und Geschäft. Sehr wichtig. Ein Beispiel, was wir vor einigen Monaten angekündigt haben, ist unsere Zusammenarbeit mit der Firma Kostal im Bereich intelligente Oberflächen. Extrem positiv. Also es ist wirklich eine Industrie in Transformation. Sehr spannend.